Hallo Leute, da sind wir wieder zurück bei MX vs. ATV Reflex und ich starte mal wieder im Hauptbildschirm, weil ich nämlich in der letzten Woche ein paar Custom-Sachen runtergeladen habe. Einerseits einfach mal freie Fahrt, wie man hier schon sehen kann, verschiedene Skins. Einmal die Gear und einmal vom Motorrad noch einen anderen Skin, der mir doch besser gefällt, als die, die im Spiel sind. Weil es halt auch an echte Outfits und so angelehnt ist. Irgendwie ist der Charakter zwar ein bisschen verbuggt, aber naja, soll uns ja nicht stören. So, und auch einige Custom-Strecken, wie zum Beispiel die hier. Ich habe insgesamt zwar mehr als drei, aber ich habe drei, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Eine davon ist die hier, die wir mal fahren in freier Fahrt. Die ist aber eigentlich in Ortsvorschau, gibt's nicht. Die ist eigentlich in allen drei, also freie Fahrt, Supercross und Nationals drinne. Ach, und ja, wir fahren in der Ego-Sicht, weil das tatsächlich auch eine Mod ist, die ich gefunden habe, mit einer Ego-Sicht, die ein bisschen anders ist. Und ich finde auch besser als die, die vorher im Spiel drin war. Und allgemein finde ich, bei der Ego-Sicht ist tatsächlich irgendwie, man muss sich zwar erst dran gewöhnen, so zu fahren, aber ich finde es tatsächlich besser. Weil man, wenn man halt weiß, wie man fahren muss und bla, ist es doch angenehmer und fühlt sich auch ein bisschen besser an. Auch wenn man vielleicht nicht immer alles sieht, was vielleicht das Motorrad so macht, aber wenn man das Spiel lang genug spielt, dann weiß man das. Und ich finde die Ego-Sicht Umsetzung sehr, sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Fällt mir besser als die vorher drin war. Es wirkt ein bisschen dynamischer und ein bisschen, die Kamera ist, glaube ich, ein bisschen weiter nach oben gesetzt, sodass man ein bisschen mehr von Lenker sieht, zum Beispiel hier. Aber das können wir ja gleich alles sehen. Erstmal ist es sehr ruhig hier. Ihr hört jetzt die Musik, ich höre gerade gar nichts. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Ja, das fängt schon mal gut an. Mit dem ersten Thema ist natürlich wieder Uni, weil es gerade präsent ist und die erste Woche habe ich ja jetzt hinter mir. Es war nicht so spannend. Hier gibt es übrigens zwei Wege. Wir fahren erstmal den hier. Der eine ist so ein bisschen eher Supercross, der andere ist eher Nationals. Deswegen ist die Strecke, glaube ich, auch bei beiden mit. Oh, ich hasse das. Dass man über bestimmte Abschnitte drüber springen muss, was gegen Ende noch sehr, sehr schwer wird. Und ja, Studium hat angefangen. Bei der Einführungsveranstaltung am Montag wurde... Ah, ich will noch mal kurz was sagen. Ich das vergesse. Es kann sein, dass die Folge erst am Montag kommt, weil ich nämlich über das ganze Wochenende kein richtiges Internet hatte und wusste mit meinem Handy Internet da, bla. Ich hatte es zwar tatsächlich schon aufgebraucht, hatte mir dann noch mal... Wow, 1 GB runtergeladen und komischerweise wurde ich bisher noch nicht gedrosselt, obwohl ich gestern den kompletten Stream geguckt habe, der mehr als 1 GB verbraucht hat auf jeden Fall. Naja, soll mich ja nicht stören. Wir haben es gerade Samstag und bis jetzt funktioniert es noch einwandfrei. Ich bin froh darüber und ich hoffe, ab Montag geht das richtige Internet wieder. Ich habe ja mittlerweile auch eine kleine Ausweichmöglichkeit gefunden, falls ich mal keinen Traffic mehr haben sollte. Ich kann nämlich auf den VPN oder auf das VPN der Uni zugreifen. Was man tatsächlich von überall, egal wo, machen kann und bla. Damit habe ich mich auch die letzte Woche dann über Wasser gehalten. So, aber das nur nebenbei, falls ihr euch wundert, dass die Folge nicht am Sonntag kommt. Weil ich nämlich kein Internet habe, um es hochzuladen. Und mit dem Handy würde ich es ungern machen. Wow, Alter. Das finde ich die dämlichste Stelle in der ganzen Strecke. Das geht jetzt noch bestimmt ein bisschen weiter mit dieser Huckelstrecke. Ich finde übrigens bei den ganzen Strecken, die ich mir runtergeladen habe, das wird man noch bei den nächsten zwei dann sehen, die ich fahre. Sie wirken alle ein bisschen mehr angelehnt an reelle Strecken, auch von den, ich weiß die deutschen Begriffe immer nicht, von den Ruts, also die in den Kurven sind, diese verschiedenen Linien, die man nehmen kann. Also hier diese Rillen, ich denke mal Ruts heißt Rillen übersetzt. Und so ein bisschen langsamer, damit man hier den Schwung nehmen kann. Und die finde ich sehr viel besser umgesetzt als in den normalen Strecken. Vor allen Dingen auch bei der wir dann die nächsten Male fahren. Oder auch hier. Sieht man schon, es wirkt alles... Es ist zwar sehr viel schwerer zu fahren, also alle drei Strecken sind auf jeden Fall... nicht gerade einfach, so jetzt kommt mein absoluter Hasssprung. Ich glaube diesmal durften wir... Ja. Ah, gerade so. So, wo war ich denn geblieben? Beim Studium, gell? Einführungsveranstaltung, also einer meiner war die letzte Woche nicht so aufregend. Zum Japanischunterricht. Ja, wir haben zwei verschiedenen Japanischlehrer, einmal einer Deutschen, die
Also ich finde sie wirklich sehr, sehr nett, muss ich sagen. Und ja, bisher gab es nicht wirklich sowas. Also ich habe ja schon ein paar Vorkenntnisse und bisher gab es kaum was, bis auf vielleicht ein, zwei Wörter, die ich noch nicht wusste, aber so grammatiktechnisch, bla. Wir haben bisher Hiragana haben wir, glaube ich, fast durch. Also das normale Schriftsystem. Ah, das kannte ich ja auch schon. Ein paar Vokabeln, vorstellen können wir uns. Zwei Partikel, Mo und No haben wir. Und die Zahlen, also zählen 1 bis 999, beziehungsweise 1000. Weil das Zählen ist im Japanischen wirklich nicht gerade schwer. Jetzt bin ich schon wieder die Seite gefahren. Ich muss beim nächsten Mal die andere Seite fahren. So, die Strecken gehen auch immer recht lang, finde ich. Boah, das war ein bisschen dumm. Wow. So, aber bisher, ich bin mal gespannt, also bis zur vierten Woche dürfte ich, glaube ich, vielleicht ein bisschen was Neues. Jetzt jede Woche mal ein bisschen mehr, aber ansonsten, zum Beispiel Hiragana Katakana, was wir die ersten 4 Wochen machen, sollte ich eigentlich können. Also, unser anderer Lehrer ist halt ein Japaner. Das ist immer ein bisschen schwer, aber man gewöhnt sich dran. Das Witzige war, der hat das erste Mal, als wir mit ihm hatten, wirklich nur Japanisch geredet, die ersten paar Minuten. Und dann sagt er irgendwann, ich kann auch Deutsch. Musste ich ein bisschen lachen. Also auf jeden Fall, man gewöhnt sich dran und man hat auch schon ein paar neue Bekanntschaften geschlossen. So ist es nicht. Und ich würde sagen, dass bei uns im Kurs so ungefähr 50-50 ist mit Vorkenntnissen. Vielleicht ein bisschen mehr, die Vorkenntnisse haben, als die noch kein Japanisch können, aber es mischt sich auf jeden Fall gut. Wir haben, glaube ich, eine, die hat schon so gute Vorkenntnisse, dass sie ins 3. Semester gehen könnte. Was sie auch, glaube ich, macht, soweit ich mitbekommen habe. Aber sonst so, die anderen Vorlesungen hatten wir nicht. Am Montag war Einführungsveranstaltung, da bin ich mal gespannt, wie die Geschichtsvorlesung. Ich habe gehört, sie soll nicht so spannend sein. Unsere Professorin soll nur vom Skript ablesen, mehr oder weniger. Und auch mal schnell vom Thema abschweifen. Also was bin ich ja gewohnt. Und mal schauen, ich bin gespannt. Die andere Vorlesung fiel auch aus, oder beziehungsweise hätte erst nächste Woche begonnen. Und das mit Lexikologie war bis jetzt auch eher so Einführungskram. Da geht's in meinem Wahlfachding sehr viel um Wörter, Wortbildung, bla bla bla, wie man sowas vermittelt und so weiter mit der deutschen Sprache, weil ich ja doch dann wirklich tendiere, so Deutschlehrerin für Japaner zu werden. Mehr oder weniger, denke ich jetzt mal. Und ich bin gespannt, was mich da erwarten wird. Das fällt nächste Woche eigentlich alles komplett aus, weil der eine Dozent ist in einer anderen Uni im Ausland und die andere, bei der ich noch ein Modul habe, ist krank. Deswegen habe ich nächste Woche nur Japanologie. Aber naja, soll mir gelegen kommen. So, aber das war so meine erste Uni-Woche. Nicht so spannend und man muss erstmal reinfinden. Die ersten paar Tage war es ein bisschen ungewohnt. Aber das kommt alles mit der Zeit. So, hier, das ist einer der beiden Sprünge, die ich selten mal schaffe. So, jetzt kommt hier ein bisschen so Supercross-Style. Check. Hier ein bisschen langsamer drüber fahren. Ich finde die Strecke wirklich sehr, sehr gut designt allgemein. Die ganzen Custom Tracks. Sehr, sehr, wow, sehr, sehr viel Respekt. So, es ist nicht einfach. Ich habe, glaube ich, bis jetzt noch keinen perfekten Run mal hier durchgeschafft. Und ich bin die Strecke die letzten Tage sehr, sehr oft gefahren. So, so viel zum Studium. Dann noch ein bisschen was zum Kanal, was einem vielleicht aufgefallen sein könnte. Ich glaube schon letzten Sonntag. War das noch? Nee, Samstag sogar schon. Kam mir ein etwas anderes Video auf meinem Kanal, nämlich hier der Periscope-Stream vom lieben Erik, den ich einfach hochladen wollte, weil da dort auf der richtigen Plattform nur 24 Stunden online ist. Bisher hat Erik auch nicht dazu gesagt, dass man es nicht machen darf. Er meinte, er hat ihn zwar auch runtergeladen, aber das dauert ja noch ein bisschen, ehe er die Streams hochlädt. Er ist ja gerade nochmal bei Februar, aber er wollte sich ja in den nächsten Wochen mal drum kümmern, die hochzuladen. Ich hoffe, er macht's auch. Wirklich dran glauben, tue ich es erst, wenn ich es wirklich sehe. So, auch mal schauen. Der ist oben, hat auch recht gute Aufrufe und ich freue mich immer, wirklich zu lesen. Ich mag die Stelle. Wow. Ah, so gut sind wir nicht durchgekommen am Ende. So,
Ich freue mich immer zu lesen, wenn Leute sagen, oh, danke, dass du es hochgeladen hast, ich habe ihn verpasst und so weiter. Genau dafür habe ich ihn tatsächlich auch hochgeladen und ich habe ihn auch nicht monetarisiert oder irgendwie sowas. Einfach aus Respekt. Bei den Best-ofs ist es wieder was anderes. Aber bei dem Stream freue ich mich, dass ihn so viele dann doch noch gucken konnten. Und vor allem, ich habe auch mehr oder weniger für mich gemacht, weil ich ihn auch gerne gucken wollte und weil ich das auch sehr, sehr schön fand. Vor allem auch die Roomtour und so weiter. Es wirkte sehr, sehr persönlich, muss ich sagen. Die Roomtour und so weiter. Es war wie, als ob man neben Erik sitzen würde. Jetzt weiß man auch, wie seine kleine Rumpelkammer da unten aussieht. Aber naja, so lange wird er bestimmt auch nicht mehr da drin wohnen, wenn er gestern gemeint hat im Stream, dass er zu einer Wohnungsbesichtigung geht. Weil er langsam meint, dass der Platz in seiner Wohnung knapp wird. Was ich, glaube ich, auch verstehen kann. Und er meint, er hat nicht mal noch Zimmer irgendwie frei, falls dann mal ein kleines Kind erscheinen sollte. Da sollte er sich wirklich oder sie sich drum kümmern. Naja, bin ich mal gespannt. Das gehört jetzt aber nicht zum Thema. Aber das, siehst du, so viel zum Thema. Man schweift immer. Man kommt von Hundertsten ins Tausendste. Uah, das war mich gerade sehr schlau. Schaffen wir die Triple? Ja, schaffen wir. Sehr gut. So, ich rede schon 12 Minuten. Und habe irgendwie gefühlt noch nichts Sinnvolles erzählt. So, Uni hatten wir. Dann wird, ich glaube, nächste Woche dann noch auch ein neues Video, noch ein anderes Video auf meinem Kanal erscheinen. Das hatte ich schon, ich glaube, Anfang des Jahres gemacht. Auch zu der, zum Motocross-Thema. Sehr passend. Nämlich hat er letztes Jahr schon zu dem Remaster so einen Zusammenschnitt gemacht. Habe das dieses Jahr auch wieder gemacht. Und ich finde es dieses Jahr sogar noch ein bisschen gelungener. Ich habe versucht, ein bisschen mehr zu schneiden. Das Video ist tatsächlich kürzer. Aber ich habe versucht, ein bisschen mehr zu schneiden, ein bisschen mehr rhythmusmäßig. Und mir gefällt es tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und auch wenn ihr euch vielleicht nicht für Motocross oder so interessiert, könnt ihr gerne mal reingucken. Weil es wirklich wieder so ein Herzensding und ich wollte es unbedingt machen. Und es hat mich auch nicht... Doch, es hat mich schon Zeit gekostet, aber... Jetzt nicht so viel, dass ich denke, so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe gemeint, bisher eigentlich noch recht viel Zeit. Mein Controller quietscht mittlerweile schon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Controller nicht mehr so richtig 100% funktioniert. Aber vielleicht ist das nur meine Einbildung. So, habe ich noch irgendwas? Ja, ich glaube, ich habe bisher alles erzählt. Ich habe nur noch was, das Motocross-Event, von was ich letzte Woche geredet habe, der Straight Rhythm guckt. Das ist schon wieder eine Woche her. Aber ich fand das tatsächlich sehr, sehr cool. Habe auch mitgefiebert, saß hier. Mitgefiebert. Das war sehr spannend. Ich fand es schade. Kenny ist zwar nur, in Anführungszeichen, Zweiter geworden. War in der letzten Runde gegen James Stewart. Ist halt Straight Rhythm, gerade Strecke. Und naja, ist halt zwei geteilt in der Mitte. Und wenn man über die Linie kommt, würde man automatisch disqualifiziert. Und das ist ihm halt im letzten Run passiert. Schon recht am Anfang. Und man hat sich halt gefragt, wann man sich gesehen hat. Ja, was passiert und bla, man hat es halt dann, er hat es dann später erzählt in einem Interview, dass er leider über die Linie gesprungen ist, mehr oder weniger. Und damit halt nicht weiterfahren wollte und disqualifiziert war und deswegen nur Zweiter geworden ist. Aber ich glaube nicht, dass er auch eine Chance gehabt hätte gegen James Suhr, der war echt nicht schlecht. Ich bin zwar nicht unbedingt der größte Fan von ihm, aber naja. Man muss ja nicht jeden mögen, aber fahren kann auf jeden Fall extrem gut. Aber naja, wenn man anderthalb Jahre suspendiert wird, weil man Doping genommen hat, dann erklärt sich das, glaube ich, von selbst, warum man diesen Fahrer nicht unbedingt mag. So. Aber Talent hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Und dieses Wochenende ist auch noch der Monster Energy Cup, den ich glaube, es gibt gar keinen richtigen Livestream. Es gibt nur Livestreams vom Training und vom Qualifying. Aber vom... Das hat sehr gut geklappt gerade hier. Einfach im richtigen Rennen habe ich zumindest bei Cross gelesen, beim Cross-Magazin, dass es tatsächlich dafür keine Übertragung gibt. Warum auch immer. Aber ich muss ein bisschen Schlaf nachholen. Ich bin heute irgendwie total müde. Obwohl ich eigentlich genug geschlafen habe. Ich habe zwar gestern den Stream auch wieder bis zum Ende geguckt. Bin zwar zwischendurch immer so sekundenschlafmäßig eingenickt im Bett. Habe den Stream nebenbei dann auch laufen lassen. Aber naja. Dass ich Erik wieder nicht verabschieden konnte am Ende, Alter. Der hat, glaube ich, wieder 10 Minuten gelabert, tausendmal das Gleiche. Aber ich so, danke, danke, danke. Es ist ja immer schön, dass ich bedankt, aber ich denke mir dann immer, Alter, komm zum Ende.
das gibt's gar nicht. So, ich glaube, das war's eigentlich, was ich alles erzählen wollte. Ja, ich mag die Strecke. Ich wollte gerne noch einmal den Supercross-Teil fahren. So, das dauert ja nicht so lange. Und ich mag tatsächlich den Custom-Kram. Und ich mag auch die Ego-Sicht, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin mal eine Zeit lang auch mit Ego-Sicht gefahren, aber habe es mir dann irgendwann eher abgewöhnt, weil in der normalen Third-Person-Sicht sieht man halt ein bisschen mehr immer. Aber wenn man irgendwann das Gefühl hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Ah, das reicht wieder nicht. Ich schaffe diesen scheiß Sprung nicht. Und ich finde die Ego-Sicht tatsächlich... Das erinnert mich ein bisschen, ich habe diese Woche auch noch ein anderes Motocross-Spiel ausprobiert. Das ist den MX Simulator, der wirklich, also ich glaube, die reellste Physik von allen Motocross-Spielen hat. Also es ist wirklich unglaublich schwer zu fahren. Also ich habe, glaube ich, bis dort noch keine Runde auf wirklich einer flachen Strecke mit nur einem Sprung habe ich es, glaube ich, noch nie geschafft, wirklich eine Runde ohne irgendwie hinzufallen oder so hinzulegen. Das ist wirklich extremst schwer. Aber so ungefähr ist die Ego-Sicht hier. Die gefällt mir recht gut. Muss ich sagen. Und die Strecken sind ja sowieso... Finde ich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen auch die nächsten. Das ist, glaube ich... Ich habe noch zwei andere. Die eine ist meine Lieblingsstrecke. Und die... also alle drei sind auf jeden Fall nicht gerade die einfachsten, wie man vielleicht merkt. Und ja, die andere ist, glaube ich, so ziemlich die realste Strecke, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Auch so vom, Erde? Heißt das Erde? Dirt? Ja, denke ich mal schon. Ich kenne nur, ich sage immer nur die englischen Begriffe. Sieht das auch sehr, sehr reell aus. Ja, das lief nicht ganz so gut. So, ich glaube, das war's für diese Woche. Ich bin gespannt nächste Woche, ob ich vielleicht irgendwas Neues im japanischen Unterricht lerne. Und ansonsten müsste ich eigentlich mal wieder Pokémon Blatt Grün aufnehmen. Mal schauen. So, das war's erstmal für diese Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen unkoordiniert heute. Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach müde bin. So, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen krank bin. So, aber das war's für diese Woche. Und ich hoffe, nächste Woche ein bisschen koordinierter. Und wir sehen uns dann wieder, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao.